Und wir spielen heute nicht GTA, Fortnite oder LKW-Simulator. Wir spielen den Bus-Simulator. Und zwar, eigentlich müsste der Louis da drin sein. Der ist ja vor mir. Erstmal, was geht? Guckt euch mal meinen neuen geilen Bus an. Einfach 3 Jahre, wer den kennt, der ist schon weiter als der, braucht mich jetzt nicht mobben. Ich habe den anderen Bus auch schon freigeschaltet, aber ich kann mir den nicht leisten. Wir spielen freie Fahrt, weil wir Lust haben. Nachher spielen wir keine freie Fahrt. Da wird der Louis bei mir drin sein und ganze Zeit meine Leute kontrollieren, weil das spart eigentlich Zeit. Seid ehrlich, wir starten jetzt erstmal den Motor. So, Motor starten. Ja. Fenster zu, ist sehr laut. Hallo? Was ist? Achso, warte, ich mache ihn. Warte. Lass mal die Lichter aus. Ohne Lichter ist besser. Fernlicht darfst du nicht anhaben. Du blendest damit Leute, Luis. Ja, du hast mich da auch du hast mich deswegen auch gestern geblendet. Warte, komm kurz rein. Ich muss gucken, ob das geht. Warte. Dann hast du noch nicht was an. Du jetzt. Warte, ich muss die Tür ja hinten aufmachen. Hallo, lässt du mich auch noch raus? Soll ich vorfahren? Warte, die Game-Sounds sind richtig laut gerade. Ich muss die mal leiser machen. Audio. Warte. Warte. Ich mach mein Garagentor zu. Ach so, wenn euch mein Video gefällt, dann lasst ein Like da und ein Follower. Und ja, Follower nennt man Abo. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt oder Livestreams, ne, dann sagt Bescheid. Halt dich fern von mir! Louis, mach mal kurz Warnblinker an. Wir müssen kurz halten. Ich muss mein Fernseher leiser machen. Oder mein Bildschirm. Ist ja laut. Oh, meine Flasche. Eine Trinkflasche. Warte, nein. Mach mal deinen Warnblinker aus. Ich geh kurz an die frische Luft. Louis,
Mach mal deinen Warnblinker an. So. Motorlautstärke ist auf richtig laut. Oh mein Gott. Das kann ruhig auf 1 bleiben. Die haben damit nichts zu tun. Umgebungslautstärke muss unbedingt auf 2. Es ist ja... Warte mal, Luis. Luis? Okay. So. Die können ruhig auf 1. Die haben damit nichts zu tun. Schreibt mal in die Kommentare, wenn sich damit auskennt, was damit zu tun hat, warum es so laut ist. Ja, das kann jetzt so bleiben. Luis, du bist mir ja schon wieder reingefahren. Leute, könnt ihr mir mal sagen, wo der das natürlich spielt, wo der Testbahnhof ist, wo die Testfahrt begonnen hat, weil ich will da unbedingt mal wieder hin. Oder Luis, wir wollen da unbedingt mal wieder hin. Null. Aber es können, die können natürlich nachgucken und dann können die das schreiben. Wir machen kurz eine kleine Trinkpause und eine Raucherpause. Hast du Musik an, Louis? Ich bin weg. Ciao. Ich habe die Musik hier nicht gehört. Der raucht wirklich? Schläft er oder raucht er? Luis? Okay. Warte mal. Warte. Ich mache jetzt mal alles auf 3, das stört hier. Luis, das kann kurz dauern, ne? Ich mache hier nämlich alle, ich stelle hier meine Einstellungen mal ordentlich ein. So, jetzt habe ich die Musik auch leiser. Hallo, das kommt auf 3. Luis, wie atmest du denn? Wie rauchst du? Wie machst du das denn mit deinem Headset, dein armes Headset? Warte. Nein, das ist so komisch. Das hört man ja voll. Das hört man ja. Das ist ja richtig schlimm. Man hört voll das Atmen. So hört sich das an.
So hört man wenigstens, dass man, so hört man wenigstens, dass man du atmest. Komm näher ran am Headset. Fuck! Weil ich mein Headset umgestellt habe. Es guckt gerade einer zu. Es guckt gerade einer zu. Ich bin hinter dir. Bin 100 Meter entfernt. Mm-mm. So. Luis, ich bin nicht direkt hinter dir, ne? Und die Zuschauer sehen gerade, wie du fährst. Die haben das gerade volle Kanne gesehen von hier oben. Wir zocken das jetzt Tag und Nacht. Also ich und Luis zocken das seit gestern bis 23 Uhr oder 22 Uhr. Wie ihr seht, ich habe einen neuen Bus. Weil ich das Game auch schon länger habe. Wir halten uns eigentlich an die Straßenregeln, ne? Wir fahren nicht über Rot, ne? Habt ihr das gerade gesehen, Leute? Wie er denn da vorbeigerast ist? Ich stelle sowas am Radio ein. Ich höre sowas vorbeirasen. Was fährt da vorbei, Luis, mit seinem Megabus? Luis, ich habe was an mein Radio umgestellt. Was höre ich da mit Mucke vorbeifahren? Luis, ich so... BDF, was macht er da? Jetzt machst du auch noch einen Stau? Warte, an der Nordseeküste, an Norddeutschen. Wie geht das nochmal? Der rascht schon wieder an mir vorbei. An der Nordsee. Du musst dann auch so hin und her wegfahren. Unfall gebaut, haha. Ich bin. Wir machen eigentlich gerade Busrennen. Weil wir überholen uns gegenseitig. Oh, Notbremse! Luis, bretter nicht an mich vorbei. Wir müssen jetzt uns wirklich an die Straßenregeln halten, okay? Lass es aber nicht an den Straßenregeln halten. Ich wundere mich schon, warum mein Bus wackelt.
So bist du immer in Englischunterricht. Da sagt unsere Lehrerin, in Amerika dürft ihr nie Robbern sagen, das heißt Kondom. Er so, die ganze Stunde durchgelacht. Ist so, WTF, was macht er da? Luis, an Straßenregeln halten, ich hab's gesehen. Weg, du LKW-Fahrer, du machst unsere Kolonne kaputt. Dann schubs ich dich weg. Scheiße, Unfall. Hä, so packt man ein, aber mit einem Unfall. Hey, was fängt eine Hexe mit dem Leben an, wenn du nicht mehr hexen kann? Luis, der macht unsere Kolonne kaputt. Ich sehe das schon, wie du die wegbrettern willst. Luis, nach links blinken, nach links blinken. Alter, ist hier Stau. Komm, Luis, wir hupen. Komm, Luis, wir müssen hupen. Luis, ist das Fahrzeug in dir? Das sah gerade so aus von Weitem, als es in dir ist. In dein Auto, in deinem Bus. Du schubst ihn einfach weg. Luis, weißt du noch, wo wir heute Vormittag auf dem Bürgersteig gefahren sind und wir gesagt haben, wir sind Fußgänger. Ja, Luis, wir müssen aber jetzt, komm, Luis, lass noch mal überall gucken, lass überall noch mal gucken, wo die sein könnte. Könnte die hier sein? Nein, es war auf jeden Fall eine große Straße, oder? War das eine große Straße, wo die Testfahrt gemacht wurde? Ja, es war eine große, ne? Ja, dann habe ich sie. Dann habe ich sie, die Straße. Ja, Luis, ich habe sie. Ja, hab's. Oh, Digga, der leuchtet. Rast da auch aus, wenn du mich noch mal einmal anquatscht, mein Scherz. Hier ist der schöne Parkplatz von den Bussen. Ja, wirklich, ich habe ihn hier doch. Wenn du mein Stream kurz anguckst, ja, du kannst ja, dann siehst du hier, ich bin beim Parkplatz. Weil ich die große Straße mir gemerkt habe. Oh, ich habe einen Kommentar dagelassen bekommen.
Gemily, G-E-R-M-A-N, Leerzeichen, B-A-L-I-S, T-I-C. Moin hat er geschrieben. Ja, der hat schon verlassen. Hä? Wer ist das? So, Parkplatz 1. Luis, ich packe an den ersten Parkplatz 1 und du an den zweiten, okay? Na, den zweiten Kommi. Was alles klar? Luis, der schreibt alles klar ganz Zeit. Der schreibt irgendwelche Kommentare. Fragezeichen, ja, wer bist du? Ich kenne dich nicht. Dich kenne ich nicht. Dich, genau, dich kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Der schreibt nicht, wer der ist. Ein bestimmten Dieb. Habe ich doch recht gehabt? Du hältst einfach Mucke. Nein. Luis, ich park hinter mir ein. Hinter meinen Bus. Weißt du warum? Da ist auch ein Parkplatz. Guck mal, da steht auch Parkplatz 1. Guck doch. Komm kurz rein. Hi. Na, einen vierten Kommentar. Ich bin ein Zuschauer, der Hallo sagen möchte. Achso, erstmal schöne Grüße an dich. Ich weiß jetzt nicht, wie du heißt. Okay, du bist ein hoffentlich ein netter Zuschauer. Und ja, Grüße geht an dich raus. Ja, Luis, ich lasse das Wort an dir rüber. Luis, sag Luis. Mein Kanal wurde, glaube ich, gehackt. Mein Kanal wurde gehackt. Ich bin nicht in meinem Livestream und mein Account hat mir Moin geschrieben. Mein Kanal hat... Du gehst kurz auf. Warte mal, ich guck gerade selber meinen Livestream gerade an, weil mein ich hab was ist das? Ich guck gerade selber. Vielleicht ist es mein Bruder. Mann, Naxi, hör auf. Der hat mir gerade einen Herzinfarkt. eingefangen. Wer weiß, vielleicht hätte wirklich mein Account gehackt werden können, oder? Oder Luis? Hä, hey, Luis, mein Bus ist weg. Was? Ist das mein Bus? Luis, mein Bus ist weg. Meine? Luis, fährst du gerade mit meinem Bus herum? Mein Bus ist weg. Bist du überhaupt noch bei mit drinne? Nein.
Mir geht's gut und wie dir? Was? Ja, und mein Bus ist weg. Wenn du die, wenn du auch den Bus-Simulator hast, komm rein, das ist mein Code 1234567 89. Bin dann wieder weg. Viel Spaß euch noch. Danke gleichfalls. Ciao. Nein, er ist weg. Luis, ich lade dich ein. Abo habe ich da gelassen. Danke gleich. Danke. Ciao. Ich lasse dir auch eins da. Wenn ich ihn finde. So, ja, da. Habe ich ihn, du hast einen neuen Follower. Bitte? Er hat mir auf PlayStation geaddet, Luis. Ja, das will ich jetzt nicht vor Livestream machen. Dann addet ihn jeder. Ich habe jetzt da drauf keinen Bock. Ich sag's, wenn der Livestream vorbei ist, können wir das jetzt erstmal, können wir jetzt einfach den Bus-Simulator weiterspielen? Ja. Luis, wollen wir jetzt Strecken fahren? Wer? Na? Dennis? Nein, der muss los. Vielleicht wollen wir spielen bald mal. Luis, ich habe dich jetzt eingeladen. Nein. Warum nicht? Er hat mir geschrieben, wollen wir auf jeden Fall Minecraft. Hast du Minecraft auch auf der PS4? Luis? Hast du Minecraft auch auf der PS4? Ach so, deswegen. So, Kommentare. Ich weiß nicht, er hat seine Spiele nicht veröffentlicht. Ey, nee, ne? Okay, Jack, du bist wirklich da. Dein Kopf ist super. Und ich sehe da auch... Ja. Weil ich will jetzt die längste Strecke machen. Ich will mit dir fahren. Und hier. Ich will die längste Strecke mit dir fahren. Ja.
Ja. Weil er eine Behinderung hat. Er wird in der WG ziehen. Er wird das nicht alleine schaffen. Oh Scheiße, jetzt sind die Leute ja mein Minus. Jetzt sehen die Leute mein Minusgeld. Nein. So, ich komme. Meine Grafik ist schlecht. Ja, ich guck mal. Ja, Luis, warte. Da hat einer gesagt, meine Grafik ist schlecht. Ich muss mal kurz gucken. Warte mal. Meine Grafik, warte. Warte mal. Meine Grafik, warte. Warte mal. Ich muss mal. Warte mal. Meine Grafik müsste nicht schlecht sein, die ist bei mir gut. So Leute, wir starten hier. Ich würde sagen, wir starten. Ich würde sagen, wir starten hier. Dann fahren wir hier so lang und dann hier. Und dann fahren wir hier nochmal so. Und dann. Bam, und dann bam. Und dann bam, und dann bam. Und dann bam. So. Also Strecken habe ich, ne? War natürlich Tag. Schnellstart. So. Ja. Ja, habe ich. Wir fahren jetzt ganze neun Bahnen, ganze neun Haltestellen. Klingt aus. Das ist mich. Das musst du selber wissen. Wo bist du denn? Ja, Luis, kannst du bitte der Kontrolleur sein? Ja.
Moin. Moin, Luis. Warte. Warte mal. Ich komm vorne rein. Ja. Bist du bei mir im Bus drin? Luis? Luis? Ja. Bist du bei mir im Bus drin überhaupt? Ja. Okay. Luis, ein Fahrgast hat laute Musik. Hörst du auch die Musik, Luis? Geile, oder? Sind alle drin, Luis? Ich bin schon zu spät wegen dem Stau. Deswegen. Und das reicht mir jetzt. Jetzt hole ich auf. Jetzt, das reicht mir. Wer kennt von euch, Leute, wer kennt von euch den Simulator? Dann schreibt mal ja rein, weil dann könnten wir vielleicht mal spielen, so dritt oder so viert. Ja. Luis, und du hast grüne Haare, was schrecklich aussieht. Luis. Es schaut nur noch einer zu. Gerade haben 5 Leute zugeschaut. Luis. Es haben gerade noch 5 Leute zugeschaut. Jetzt guckt nur noch einer zu. Was ist das für Scheiße?
wie heißt du denn? Bist du Maxi, bist du's? Weil es kann sein, dass du's bist. Schreib mal wieder, wer du bist, weil ich will dein Name wissen. So, sind alle drinne, Luis? Ja, du hast einen Schwarzfahrer erwischt. Ist er auch schwarz? Passt auch zu ihm. So. Oh, das fehlt mir jetzt noch. Schöner Stau, komm mal nach vorne. Jetzt bin ich auch ein paar Sekunden zu spät. Luis, mach dich bereit. Guck mal, wie viele Leute. Fünf neue Leute und fünf neue Freche. La 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 la, heute ist so ein schöner Tag. Tralala. Sind alle drinnen, Luis? Und wenn, kann der eine da draußen warten, der kann auch zu Fuß gehen. Oh Mann, das regt mich auf. So. Luis, hör auf, ich höre das Ganze. Und wir können wieder Jahre, tausende Jahre warten. Wieso? Was ist los? Was? Warum nicht? Oh nee, Rollstuhlfahrer. Moin, moin. Den Rollstuhlfahrer lasse ich nicht rein. Doch, der scheiß Rollstuhlfahrer.
Luis, mach die Tür auf. Ich bekomme die ganze Zeit Nachrichten. Kaffee gescheiße, ne? Hast du das mitbekommen? Ich hab dir geschrieben für morgen. Ich bin morgen gewesen. Ich habe mit Tablet-Namen geändert. Guck auf Tablet, ne? Kaffee gescheiße. Bin ich. Und dann ist es abgehakt, irgendwann so. Bei mir ist aber die Grafik gut auf dem Handy. Zeig. Vielleicht hast du deine Grafik so schlecht eingestellt, Maxi. Luis! Irgendwann reicht's auch. Luis, raus. Da ist der Weg. Luis, kannst du den Rollstuhl, kannst du... Geh mal auf den Mühlbein. So wie vorhin. Warum? Warte. Warte. Wie scheiße die ist ein bisschen. Ja. Jetzt geht's. Auf dem Tablet ist aber richtig... Luis? Ja. Gehst du mit dem Rollstuhlfahrer kurz raus? Kannst du ihn begleiten? Lauf mit zur nächsten Haltestelle. Komm, lauf dahin, okay? Ja, ist easy. Luis. Luis, ich warte auf der nächsten Haltestelle bei dir. Gleich um die Ecke. La 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 la. Da kommt der Luis um die Ecke. Ja, hab ich. Ja, ich hab einen an der Waffel, Pargast. Kommt der Kontrolleur. Zu spät. Du musst... Luis, du läufst jetzt die ganze Strecke mit mir. Halt die Haltestelle.
Warum sind wir jetzt wieder an der gleichen Stelle? Rein. Zu spät. Ja. Ah, es ist so spannend ohne Kontrolleure. Oh, Scheiße, ich hab sie doch gezogen. Ich lass sie nicht rein ohne meinen Anwalt. Kommen Sie schnell alle rein, kommen Sie alle rein, schnell! Ich schaff's nie im Leben zu meinem Termin. Der Killer kommt! Ja, kommen Sie rein. Aber wenn mein Auto, du kontrollierst sie durch, okay? Und dann musst du kurz an meinen Motor gehen, okay? Kontrollier die schnell alle, weil mein Motor geht nicht mehr an. Beeil dich. Meine Mutter geht nicht mehr an. Beeilen Sie sich, okay? Jetzt, Sie müssen mal an meinen Motor. Ganz hinten ist der Motor. Ja. Scheiße, mein Motor ist ausgegangen. Nein, darfst du nicht. Luis, komm zu mir rein, komm schnell bitte. Wie soll ich jetzt vorbeikommen? Warte. Luis, du kannst. Geh nach hinten. Du Heulduse, du musst auch mal Sport machen, so wie ich jeden Tag. Oh, guck mal, was da jetzt für Stau ist. Was wollen Sie von mir? Du verriegelst gleich die Tür, wenn alle draußen sind, ne? So, alle aussteigen. Wir sind echt schön geparkt. Du musst Müll aufsammeln. Ich wollte das so nicht sehen. Ich bin ja doch kaputt.
Da, hier hat ein... Anschließen! Ich hab die eingeschossen, Luis. Ach so, halt die Scheiße. Luis, jetzt machen wir eine kurze Strecke, okay? Warte, ich muss eine neue Strecke machen. Warte, ich muss mal eine neue Strecke machen. So, das ist eine sehr kurze Strecke. Luis, du musst aber verlassen. Nein. Nein. Luis, willst du mal mit meinem Bus fahren und ich bin der Kontrolleur? Warum? Du entsperr erstmal die Türen. Ja, dann komm erstmal zu mir. Ich warte, ich feier so lange. Luis, ich warte an der ersten Haltestelle auf dich, okay? Scheiße, ich muss ja die Türen entsperren. Hä? Was? Ach so, meine Nachbar auf Drogen nehmen? Nein. Und eure? Nein. Ja, bitte warten Sie. Ich darf Sie nicht kontrollieren. Die Kontrolleure müssen erst kommen. Ne? Und bevor Sie abhauen, ich verriegel die Türen. Nein. Ich verriegel die Tür, damit sie nicht abhauen müssen. Luis, aber diesmal bin ich auch ganz nett, okay? So. Wir warten jetzt auf die Kontrolleure. Nee, ne? Ich warte draußen auf die Kontrolleure und wagt gar nicht abzuhauen. Wagt es nicht. Ich habe die Türen jetzt aufgemacht und wehe, ihr haut ab. So. Ey, Ma'am, sitzen bleiben. Was, Sie wollten auf Toilette? Hier gibt's keine Toilette. Also hinsetzen. Ja. War da?
Die Kontrolleure kommen. Ey! Achtung, Kontrolleur, hier ist eine Dame abgehauen. Wer? Ich? Achso. Louis vorne. Hallo, kann ich hier aus Versehen, dass Sie wirklich Kontrolleur sind? Okay, hier, danke. Luis, mach die Tür auf. Ach so, Livestream? Luis, ich mache jetzt alle Türen auf. Welche Tür nicht aufgeht, dann kriegst du Kloppe. Die hintere Tür geht nicht auf. Ach, da will eine Frau eine Fahrkarte. Nein, ja, Standard. War es gerade die Dame, die 120.000 oder die 120 Dollar zahlen musste, weil... War es gerade die Dame, die gerade einen Fahrschein... Okay. Warte. So. Hast du eine neue Karte heute gekauft? Ja, die geht. Ich hätte ja machen müssen. Der E-Mail konnte ja schon mal hier herholen. Wenn er hier schon mal die Tür war, wir haben ja schon. Oder Abend. Nein, hier, Luis, hier, komm rein. Ich hör auf, Alter. Schließ die Türen lieber ab. Sind die Türen verriegelt? Guck mal lieber. Ja. Und
geschaut, dass ich aufstehe. Ja, und alles so. Hab ich wieder Angst, das hab ich wieder Angst. So, ich müsste mindestens zwei mit verriegelten. Oh. Ich bekomme immer mehr Minus. So Leute, das würde ich jetzt sagen, das war's mit dem Livestream. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wisst ihr, was ich so sage? Ciao, ciao.